Die Novembersitzung des Magdeburger Stadtrates war eine der eher ruhigen Sorte, ohne groß herausragende Themen, was sich auch an der eher spärlich besetzten Besuchertribüne ablesen ließ. Zum Beginn gab es erst einmal etwas Erfreuliches. Der Marketingclub Magdeburg würdigte die Einführung der Otto-Stadt-Kampagne mit dem Marketing-Highlight 2011, einem Scheck über 2500 Euro und der dazugehörigen Glastrophäe. In Zeiten immer knapper werdenden Geldes kommt der ehrenamtlichen Arbeit auf allen Gebieten immer mehr Bedeutung zu. Eine Verwaltungsvorlage mit dem bedeutungsschweren Namen Arbeitsschwerpunkte zur Gewinnung, Begleitung und Qualifizierung von Ehrenamtlichen zum weiteren Ausbau des bürgerschaftlichen Engagements in der Landeshauptstadt machte dies deutlich. Und damit soll das bürgerschaftliche Engagement auf sichere Füße gestellt und für die Stadt nutzbar gemacht werden, wie Sozialbeigeordneter Hans-Werner Brüning erläuterte. Es komme darauf an, auf ganz breiter Basis weiterzuarbeiten. Wo sollen da die Schwerpunkte liegen? Also das ist natürlich sehr vielfältig. Ich muss mal vielleicht anders anfangen. Wir haben in unserer Stadt sehr viele Akteure. Also viele sind sehr aktiv, sind in den verschiedensten Bereichen auch tätig und jeder für sich ist einzigartig. Also von daher hatten wir am 6. Juli eine Beratung, einen Workshop und da haben wir also uns verständigt, was kann die Stadt für Bedingungen schaffen, um das voranzubringen. Und eines der Ergebnisse ist, man lernt auch voneinander. Also diese vielen Akteure haben sich mehr denn je vernetzt und das ist eine große Kraft, dass man sich also gegenseitig unterstützt. Bürgerschaftliches Engagement hat natürlich die vielfältigen Schwerpunkte. Das geht in Richtung freiwilliges Engagement bei den sozialen Prozessen, die wir in unserer Stadt haben, insbesondere in Richtung benachteiligte Kinder und Jugendliche. Das ist im Bereich der Kultur und des Sportes. Dort sind also zahlreiche Träger tätig. Das geht in Richtung der gesundheitlichen Prävention, Selbsthilfegruppen. All diese Dinge, die es hier gibt, die rücken enger zusammen und ich glaube schon, dass die damit also auch die Schwerpunkte genannt sind. Ich denke mal, die Freiwilligenagentur wird da auch einen ganz wichtigen Anteil dran leisten. Also die steht im Mittelpunkt des Ganzen, das muss ich mal sagen. Also die hat sich bewährt, nach 5 Jahren Tätigkeit ist in Magdeburg unverzichtbar. Also sie hilft uns also auch Akteure, einzelne Persönlichkeiten auszubilden, zu fördern, zu unterstützen, dass sie all das, was sie in der Begleitung von älteren oder jungen Menschen tun, auch sachgerecht tun können. Wir sind jetzt gegenwärtig mit der Freiwilligenagentur und anderen bei der Ausbildung von Familienpaten. Da ist die Stadt weniger beteiligt, aber das ist ja gerade das, was wir brauchen. Bürgerschaftliches Engagement wartet nicht auf die Signale der Stadt. Unter anderem sollen ja auch Menschen in besonderen lebenslang einbezogen werden. Welchen Personenkreis umfasst denn das? Also in besonderen Lebenslagen. Ja, das ist das. Da muss ich einfach sagen, die besonderen Lebenslagen sind ja, also wir haben Alleinerziehende in besonderen Lebenslagen, wir haben langzeitarbeitslose Menschen, wir haben Menschen mit Behinderungen und. Also das ist also wirklich Zielgruppen immer wieder. Ja. Wie das funktioniert, wollte die Verwaltung den Stadträten in einem Ergebnisbericht 2014 darlegen. Das erschien der FDP-Fraktion zu spät. Helmut Hörold schlug namens seiner Fraktion vor, bereits nach 1,5 Jahren einen Zwischenbericht vorzulegen. Das wurde mehrheitlich beschlossen. Die so abgeänderte Vorlage zum bürgerschaftlichen Engagement wurde dann einstimmig angenommen. Natürlich freut sich jeder ehrenamtlich Tätige, wenn seine Arbeit gewürdigt wird, nimmt sie doch nicht selten einen großen Teil der Freizeit ein. Nun ist es nicht so, dass die Stadt dies nicht schon in der einen oder anderen Form tut. Jetzt soll es jedoch einen weiteren Preis für soziales Engagement geben, benannt nach Kaiserin Adelheid. Kaiserin oder Nicht-Kaiserin wurde zur großen Streitfrage. Immerhin gibt es schon den hoch angesehenen Kaiser-Otto-Preis. Die CDU, die den neuen Preis eher regional verortet sieht, war gegen die Kaiserin im Namen, bis auf Claudia Tschütschik, einzige Frau bei den Konservativen im Rat. Unterstützung bekam sie auch von der Gleichstellungsbeauftragten Heike Ponitka. Als einfache Frau hätte Adelheid schließlich nicht so viel Mildtätiges tun können. Und der Krönungstag am 2. Februar solle dann auch der Tag der Preisverleihung sein.
So sah es auch Oliver Müller, der damit die Meinung des Gleichstellungsausschusses und auch seiner Fraktion der Linken kundtat. Die meisten Räte folgten dem jedoch nicht, wollten den Preis nicht zu hoch ansiedeln. So entschieden dann auch die Räte. Es bleibt beim vor der Verwaltung vorgeschlagenen Adelheid-Preis, der am 12. Dezember, Adelheids Todestag, verliehen werden soll. Dotiert ist er mit 1.000 Euro. Was unterscheidet den Adelheid-Preis nun von anderen Ehrungen? Also einen Preis kann eigentlich jeder bekommen. Da haben wir schon eine ganze Menge an Würdigung. Also wir würdigen auch Freiwillige seit Jahr und Tag in Magdeburg, 2006 glaube ich. Also das gibt es alles. Aber wir haben noch nicht drauf, Projekte und Gruppen, die mit diesen Projekten verbunden sind, zu unterstützen, zu fördern, zu würdigen. Und das ist also Gegenstand des Adelheid-Preises. Es gibt da also doch sehr viele, ob das im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr ist, könnten wir. Also Engagement von Kindern, Jugendlichen hier. Ja, also das sind ja also Jugendfreizeitgruppen, also vielen ersetzt das die Familie beispielsweise. Bis hin also in den Bereichen der Kinder- und Jugendfreizeit, der Betreuung von Benachteiligten, da gibt es eine ganze Reihe von Projekten, die da aufgelegt sind. Also ich denke hier an hervorragend aufgestellte Vereine wie Spielwagen e.V. beispielsweise oder die Freiwilligenagentur mit Kulturbegleiter, Kulturgenießer, was da alles so gemacht wird. Und solche Projekte sollen gewürdigt werden. Und da hat der Stadtrat heute beschlossen, die erste Verleihung soll zum Adelheidtag am 9.12.2012 erfolgen, in Form einer Würdigung dieses Projektes mit einer Urkunde. Jetzt machen wir uns Gedanken, wie schön diese Urkunde gestaltet werden kann, und mit einem Preisgeld von 1.000 Euro für dieses Projekt, mit dem wir das also unterstützen wollen. Und deshalb muss ich das auch aufklären, ja, wenn am 9.12. der Preis verliehen wird, dann geben wir das Geld natürlich nicht nach Kassenschluss, sondern mit dem neuen Haushalt aus, also ab 2013. Nächster Tagesordnungspunkt mit größerem Diskussionsbedarf war die dritte Änderung der Parkgebührenordnung. Bisher ist es in der Zone Rot, das ist die mit relativer Zentrumsnähe, so, dass die erste Stunde 50 Cent kostet, zwei Stunden 1,50 Euro, weitere Stunden jeweils 50 Cent mehr. Für 1 Euro parken geht in der Zone Rot also nicht, was schon so manchen Autofahrer an der Sinnhaftigkeit dieser Staffelung zweifeln ließ. Also legte die Verwaltung jetzt eine Regelung mit 50 Cent Schritten vor, was heißt, dass das Parken in der Zone Rot ab 2 Stunden etwas billiger wird. Einnahmeverluste sollen durch mehr Parker ausgeglichen werden. Da die Räte das nicht so ganz glaubten, schlug Olaf Tschugala für den Bauausschuss vor, im Gegenzug die Parkgebührenpflicht am Samstag von 18 auf 20 Uhr wie wochentags auszudehnen und dies auch für die Zonen Blau und Grün zu prüfen. Das wurde mit großer Mehrheit bei nur 4 Gegenstimmen angenommen. Günstig einkaufen in der City ist so am Samstag erst ab 20 Uhr möglich. Die Linke wollte sogar noch weitergehen und den Sonntag mit Hinweis auf andere Städte auch in die Parkgebührenpflicht mit aufnehmen. Das fand sogar OB Lutz Strümper nicht so gut. Man könne damit zwar die Bürger ärgern, aber Sonntag seien gar keine Politessen im Einsatz. Würde man welche einsetzen, wäre das unwirtschaftlich. Jens Ansorge, CDU, führte ins Feld, Parkgebühren sollten den Verkehr regeln. Haushaltstechnisch hätten sie keine große Bedeutung. Sonntags gäbe es außerdem gar keinen Regulierungsbedarf. Sein Fraktionskollege Michael Hoffmann ergänzte, dass man auch die vielen internationalen Gäste nicht verprellen wolle. Parkgebühren am Sonntag wären Wegelagerei. Am Ende konstatierte Oliver Müller, Linke, man hätte wenigstens darüber geredet, zog den Änderungsantrag aber entnervt zurück. Parken bleibt in Magdeburg am Sonntag kostenlos. Auch einige Bebauungspläne standen wie eigentlich fast immer auf der Tagesordnung. Wir haben uns zwei herausgegriffen. Zum einen den zum Düpplergrund in Neu-Olvenstedt. Dort standen früher die Plattenbauten des Elbehofs, einschließlich einer großzügigen Kita. Alles wurde 2007 und 2010 abgerissen, sodass dort jetzt 3,7 Hektar freie Fläche entstanden sind. Was soll dort jetzt entstehen?
Dort soll eine Einfamilienhaussiedlung entstehen und das passt im Grunde genommen ja auch zu unserem Konzept, dass wir Neu-Olvenstedt wieder einbinden wollen mit Einfamilienhausbebauung umranden. Wir sehen ja, dass Neu-Olvenstedt funktioniert, auch die mehrgeschossige Bebauung dort, wo sie an funktionierende Stadtgebiete angrenzt. Also der Bereich, der insbesondere zu Nordwest hin sich öffnet, hat ja, was die Belegungszahlen angeht, hervorragende Zahlen. Und wir hoffen, dass das eben auch dann passiert, wenn der Bereich von Neu-Olvenstedt umschlossen wird in den kritischen Bereichen mit Einfamilienhausbebauung, dass das insgesamt zu einem Ausgleich, zu einer Einbindung führt. Neu-Olvenstedt ist ja ein infrastrukturell hervorragend angeschlossener Standort und wir hoffen, dass durch dieses Angebot verschiedener Wohnformen eben auch Hauseigentum in dem Bereich insgesamt zu einer Belebung wieder führt. Die Häuser, die dort gebaut werden sollen oder gebaut werden wollen von der Wobau, die Wobau ist glaube ich da der Antragsteller, die sollen ja nur mit Hilfe regenerativer Energien betrieben werden. Was ist darunter genau zu verstehen? Also das ist im Bauleitplan eine Richtung für die künftigen Bauherren, die dort bauen. All das, was angeboten wird, Solarthermie, natürlich auch, wenn das möglich ist, an der Stelle Erdwärme oder ähnliches. Da sind die Bauherren zunächst gefragt, kreative Gedanken einzubringen, aber es ist eine Vorgabe des Bauleitplans. Der Bolz und der Bauspielplatz von Spielwagen dort betrieben, der soll nicht angefasst werden? Der soll nicht angefasst werden. Das ist ja für Neu-Olvenstedt auch ein ganz wichtiger Punkt, was Kinder und Jugendliche angeht. Der bleibt bestehen. Da müssen wir eben auch sehen, wie wir die künftige Bebauung und den Bolzplatz in Einklang bringen. Das sieht aber der Bauleitplan dann, wenn er jetzt fortgeführt wird, durchaus vor. Das unterscheidet ja den Düppler Grund insgesamt jetzt eigentlich auch ein bisschen vom Weizengrund. Dort ist ja die Abrissmaßnahmen schon viel länger her. Tut sich da irgendwann auch mal was? Wir werden vor allen Dingen den Bereich Rennebogen angehen, um dort diesem Konzept entsprechend auch Einfamilienhausbebauung hinzubekommen. Das sind unsere Schritte zunächst in dem Bereich. Das sind die zunächst anstehenden Dinge, die wir dort realisieren wollen. Denn der Jugendclub Weizengrund, der verliert sich ja also bald so ein bisschen, weil die Bebauung ist weggerückt. Ja, aber ich glaube insgesamt mit den Konzepten, die wir jetzt haben, kriegen wir das ganz gut stabilisiert. Stabilisiert werden muss auch unbedingt das Kavalier 6 in der Maybachstraße. Was soll dort jetzt passieren? Also wir wollen in jedem Fall Nutzungen hineinbringen. Da haben wir ja schon verschiedene Nutzungen. Wir wollen aber das, was dort der private Bauherr sich vorstellt, eben auch begleiten. Das ist eine ganze Bandbreite, die er sich vorstellen kann, von Gastronomie, Einrichtungen, von Dienstleistungen, Betrieben, Werkstätten und so weiter. Für uns ist das Wichtige, was wir bei jedem Denkmal sehen, ein Denkmal braucht eine Nutzung. Ein Denkmal wiederherzustellen und sich dann wieder selbst zu überlassen, heißt eigentlich nur den Prozess des Verfalls gestoppt zu haben für eine Zeit lang. Und für uns ganz wichtig, dass wir auch diese Festungsbauten wieder mit Leben erfüllen und so eine Nutzung hineinbekommen. Deshalb haben wir diesen Bauleitplan auch sehr positiv begleitet mit allen Problemen, Sie werden es mitbekommen haben, die man an der Stelle eben auch hat. Festung heißt eben auch spätere Begrünung, die dem Festungsbauwerk selbst nicht gut tut. Die waren ja alle mal ganz anders konzipiert, aber ich hoffe, dass das auf gutem Wege ist. Das wollte ich gerade noch so fragen, die letzten Kleinjahrten sind wohl übrigens noch drei Kleinjahrtenbesitzer, die da so ein bisschen die Stange halten, die sollen ja bis Ende des Jahres dort auch geräumt haben. Wann kann denn da mit den Arbeiten da irgendwie überhaupt begonnen werden? Also wichtig ist eigentlich der Platz vorne und die Gestaltung der Anlagen selbst. Da kann im Grunde genommen sofort mit begonnen werden. Ich hatte es ja bereits gesagt, der städtebauliche Vertrag für die Ausgleichsmaßnahmen, da wird es noch ein bisschen dauern. Und da muss ich auch einfach sagen, ist ja auch witterungsabhängig. Also wir gehen jetzt in die kalte Jahreszeit. Ich denke, da wird ernsthaft keiner sehen, in dem Bereich tätig zu werden. Das werden wir dann, wenn die Witterung es wieder zulässt, gemeinsam sehen, wie es vorwärts geht. Ja, der Investor, ich hatte mal vor Jahren schon mit ihm gesprochen, der die Kultur da ein bisschen reinbringen wollte, der sagt, ja, oben könnte er sich ein bisschen Gastronomie auf der Kippe oben, also da die Gärten ein bisschen platt machen, aber das Begrünen insgesamt nicht ganz wegnehmen.
Nein, es war ja auch eine Überdeckung. Also die Festungsanlage hatte ja in dem Bereich auch eine Erdüberdeckung. Das ist auch denkmalgerecht, das muss auch bleiben. Für die Denkmaler sind ja die tiefen Wurzeln immer das Problem. Dann kommt das Wasser hinterher, die Wurzeln brechen das Mauerwerk auf. Ich hoffe, dass wir da jetzt mit dieser Konzeption insgesamt dem Denkmal eine Chance gegeben haben als Festungsstadt. Beide Bauvorhaben passierten wie übrigens alle anderen auch den Rat ohne Gegenstimmen. Ähnlich erging es den Anträgen. Lediglich die Straße der deutschen Sprache, ein Antrag von Bündnis 90 Grüne, und die Vermeidung von Laubpustern und Laubsaugern wurden abgelehnt. Die neuen Anträge wurden, wie meistens gehandhabt, erst einmal zur weiteren Beratung in die Ausschüsse verwiesen, mit drei Ausnahmen. Der von der Linken zur Prüfung weiterer Park- und Reitplätze an geeigneten Bus- und Straßenbahnhaltestellen und Bahnhöfen wurde gleich angenommen. Die beiden Anträge von Matthias Gärtner, NPD, zur Öffnung der Brandenburger Straße und zur Prüfung der Belastung mit Weichmachern in Kitas wurden ohne weitere Diskussion gleich abgelehnt. Da nützte es ihm auch nichts, dass er seinem Antrag eine Dokumentation des BUND angefügt hatte, die das Thema Weichmacher durchaus kritisch beleuchtet. Zum Abschluss noch etwas in eigener Sache. Der offene Kanal berichtet nun schon seit Jahren regelmäßig von den Stadtratssitzungen und hat sich in dieser Zeit auch das Vertrauen der Räte, was die Möglichkeit der Berichterstattung betrifft, erarbeitet. Mit den Kürzungsplänen der Landesmedienanstalt wird auch diese Arbeit gefährdet, denn diese Berichterstattung ist aufwendig, schließlich kann nicht einer allein drehen und gleichzeitig mitschreiben, was Räte und Verwaltung in die Diskussion einbringen. Dazu eine Meinung von Sören Herbst, Stadtrat und Landtagsmitglied für Bündnis 90 Die Grünen. Also ich finde das eine sehr heftige Ansage. 46.000 Euro, das ist zu viel an Kürzungen für den offenen Kanal in Magdeburg. Das kann der offene Kanal Magdeburg nicht einfach so wegstecken. Da muss eine Stelle entlassen werden. Da fällt vieles an der Arbeit, von der Arbeit weg, die jetzt gemacht werden kann. Es kann keine Ausbildung mehr stattfinden. Das würde ich sehr bedauern und das wäre für den OK Magdeburg und insgesamt für die Bürgermedienlandschaft in Sachsen-Anhalt wirklich eine ganz schlechte Entwicklung. Ich denke, dass alle offenen Kanäle und auch die freien Radios bereit sind, einen Antrag auch an Haushaltskonsolidierung zu erreichen, auch hier eigene finanzielle Abstriche machen, aber dann muss das in Maßen erfolgen, dann muss man das untereinander kommunizieren und dann muss auch eine gewisse Gerechtigkeit da sein. Es geht nicht, dass einzelne Sender über Gebühr, über die Maßen belastet werden. Beim OK Magdeburg ungefähr fast ein Viertel des Haushaltes, bei den meisten anderen ungefähr 5%. Das ist ein Ungleichgewicht, da sage ich, so kann man das nicht machen. Wir wollen unsere Arbeit in gewohnter Qualität weitermachen, und zwar schon am 8. Dezember zur nächsten Stadtratssitzung.